Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Das erste Telefonat ist wie immer eine Trading-Abzocke. Beim zweiten Telefonat, da haben wir mal wieder was anderes mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden, naja, unseriösen Telefonaten. Hallo, Frau Günther. Ja. Oder Herr Günther. Was? Ich grüße Sie. Hier ja. Spricht Emmy Michele. Sie haben gerade auf unserer Bewerbungsplattform VitaIQ registriert, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Hm. Verstehen Sie ja, was ich meine? Ja. Ich bin Ihre Kontoberaterin und ich bin zuständig, Ihre Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, ja? Mhm, okay. Okay, haben Sie Erfahrung in dieser Richtung oder ist das neu für Sie? Nee, das ist nigelnagelneu. Okay, das ist bei uns absolut kein Problem. Unsere hochqualifizierten Experten arbeiten für Sie und machen alle ganze harte Arbeit für Sie und damit können Sie zusätzliches Einkommen erwirtschaften, ja? Haben Sie alles verstanden oder haben Sie Fragen? Mir ist gut, wenn ich Butler kriege. Okay, also, Sie wissen, also, erster Schritt war, Konto, also, diese Registration, was Sie gerade gemacht haben, zweiter Schritt ist schon Aktivation, ja? Nach Aktivation, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem hochqualifizierten Experten, welcher Plan für Sie Handelsstrategie und mit diesem Handelsstrategie, Sie können natürlich mehr und mehr Geld verdienen, ja? Also das heißt, Sie sind in guten Händen, ja? Herr Günther, 99% von unseren Kunden, welche mit Experten aufmerksam zugehört haben, sind sehr erfolgreich und Sie können auch Gleiches machen, ja? Okay. Haben Sie Fragen? Nee. Haben Sie nicht. Okay. Sie haben auch in Werbung gesehen, als minimalisches Startkapital, Sie brauchen 250 Euro und wir haben gar keine Provision davon. Aber wir sind Unternehmer und wir haben auch unsere Interesse, ja? Jetzt, was ist unsere Interesse? Das ist für Sie auch interessant, ja? Ja. Also unser Interesse ist Provision von Ihrer Profite. Das heißt, wenn Sie verdienen Geld, wir bekommen auch Geld, ja? Und damit haben wir gemeinsame Interesse. Also wir wollen mit Ihnen langfristig zusammenarbeiten und unser großes Interesse ist, Ihnen bei uns als Kunde langfristig bleiben, ja? Haben Sie Fragen? Nee. Okay. Herr Günther, welche Zahlungsmöglichkeit nutzen Sie per Online, womit Sie diese 250 Euro einzahlen können? Haben Sie Online-Banking oder haben Sie PayPal? Und ja, mit Bank, ja, habe ich. Also ist und, das hier denn so mit CFD oder wie funktioniert das? Ja. Also, dafür brauchen Sie gar keine Arbeit und gar keine Zeit. Ja, wir machen alle ganze harte Arbeit für Sie. Habe ich nicht verstanden, womit möchten Sie Geld einzahlen? Mit PayPal oder mit Online-Banking? Na, mit der Bank. Mit Bank, okay. Bei welcher Bank sind die Kunden? Die heißt, glaube ich, die Apfelkasse. Wer bitte? Die Apfelkasse. Okay. Und ja, jetzt sind Sie am Computer? Nee. Ich haben mich Sie gerade an. Okay. Also jetzt ich sende Ihnen per E-Mail unsere Bankverbindung, ja, unsere Bankdaten und ich unterstütze Ihnen Schritt zu Schritt, ja, diese Überweisung ja. zu tätigen, ja. Haben Sie weitere Fragen oder können wir schon aktivieren? Na, wo kommt denn eigentlich das Geld her, was man doch verdient? Wie bitte? Wo kommt denn die Kohle her, die man doch verdient? Also, was meinen Sie? Wie viel Prozent können Sie damit verdienen, oder? Na nee, wo das Geld herkommt, was man da verdient. Also, können Sie deutlich sagen, habe ich nicht verstanden. Na, habe ich doch gesagt. Wo kommt denn das Geld her, was man da verdienen kann? Also, Sie können Geld am Finanzmarkt verdienen, verstehen Sie, ja? Wenn Sie diese 250 Euro einzahlen, das ist Ihre Investition am Finanzmarkt, ja? Und Sie können mit Bitcoin handeln oder mit verschiedenen Kryptowährungen und mit verschiedenen Vermögenswerten, ja? Ja, und wo kommt die Kohle her denn? Also, weil irgendjemand muss ja, wo kommt denn das Geld her? Nach Aktivation, Sie bekommen von mir Zugangsdaten, womit Sie ins System einloggen können. Damit jeden Moment können Sie überprüfen, wie arbeitet Ihre Geld am Finanzmarkt und wie funktioniert alles, ja, und wie erfolgreich sind, ja. Jetzt, ich sende Ihnen unsere Bankdaten. Warten Sie bitte ganz kurz. Nur 30 Sekunden brauche ich dafür. Und ja, also unser Bankkonto gehört Revolution Bank. Diese Bank gehört Litua, ja. Weil das ist die erste Bank in der Welt, welche mit Kryptowährungen gehandelt hat.
Und diese also Überweisung ist gebührenfrei, ja, und diese IBAN ist verbunden mit Finanzmarkt, ja. Jetzt, ich habe schon unsere Bankdaten gesendet. Loggen Sie sich bitte in Ihrem Posteingang und überprüfen Sie meine E-Mail. Ja, ich gehe mal gucken. Okay, machen Sie das ruhig. Also schalten Sie bitte Lautsprecher, machen Sie das mit Handy, ja? Mhm. Okay. Genau. Also E-Mail ist von Amy Michele. Von was? Amy Michele. Okay. Amy Michele. Das ist so geschrieben. Mhm. Haben Sie gesehen, meine nee. E-Mail? Nee. Also erneuern Sie bitte Ihren Posteingang. Guck welche mal. Handy haben Sie? Na, ich habe hier eins mit so einer abgebissenen Traube. Fallobst. Also, können Sie Computer schalten? Oder haben Sie auch andere Möglichkeiten, womit Sie in Ihrem E-Mail einloggen können? Ja. Zum Beispiel Tablet oder weiß es nicht. Schalten Sie bitte das und loggen Sie sich bitte in Ihrem E-Mail-Adresse, ja? Weil wir werden telefonieren. Sie können nicht Internetanschluss nutzen, glaube ich. Wieso nicht? Also weiß es nicht. Sie haben meine E-Mail nicht gesehen, deswegen. Aber sowas gibt's doch ja nicht mehr, dass wenn man hier telefoniert, das E-Mail nicht geht. Das sowas ist doch schon seit 100 Jahren tot. Also ich glaube, dass Sie gleichzeitig nicht telefonieren und Internetanschluss nutzen können. Sowas das ist doch meine ja nicht Gedanke. Mehr. Wie bitte? Ich sage, sowas gibt's doch technisch auch nicht mehr, das ist doch abgeschaltet. Okay, das ist doch also kein analogen Anschluss mehr in Deutschland. Das ist doch also jetzt weg. Ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse. G wie Gustav, U wie Ulrich, E wie Emil, N wie Nordpol, T wie Theodor, H wie Heinrich, E wie Emil, R wie Richard, Punktzeichen, R wie Richard, E wie Emil, G wie Gustav, I wie Ida, N wie Nordpol, A wie Anton, S Zeichen, M wie Martha, D wie Dora, zweimal C wie Cäsar, F wie Friedrich, U wie Udo, N wie Nordpol, .de. Ist das korrekt? Ja. Ja. Also, ich habe unter dieser E-Mail-Adresse unsere Bankdaten gesendet. Haben Sie das nicht gefunden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Deswegen, also, loggen Sie sich bitte in Ihrem E-Mail mit anderen, also, Möglichkeit, ja, zum Beispiel mit Tablet oder mit Rechnung, Rechner. Na, aber meine E-Mails kommen immer an. Ich habe ja welche gekriegt. Also, haben Sie gerade Ihr, also, Handy-Internet? Ja. Ja, deswegen, also, wenn Sie zum Beispiel Android haben, das ist unmöglich, dass Sie gleichzeitig telefonieren. Das ist ja Quatsch. Ich weiß ja nicht, in welchem Sittenbuch du da Sie leben, da, aber das gibt es hier in Deutschland schon seit vielen, also vielen Jahren nicht mehr. Ich lebe gerade in Berlin, ja, und jeden Tag und ich arbeite mit 100 verschiedenen Kunden. Ja, jetzt ich sende diese E-Mail nochmal. Ja. Das ist für mich kein Problem, absolut kein Problem. Warten Sie bitte ganz kurz. Mhm. Bleiben Sie an der Leitung, sende ich Ihnen das nochmal. Warten Sie bitte. Okay, habe ich gesendet. Das dauert nur ein paar Sekunden. Dann gucke ich nochmal nach. Okay, also E-Mail ist von Amy Michele. Amy Michele. Mhm. Das habe ich zweimal gesendet. Ist das schon da? Jetzt ist was gekommen, muss ich mal gucken. Okay. Aber steht es, dass der Absender nicht vertrauenswürdig ist und dass hier bereits Betrug gemeldet wurde? Was meinen Sie damit? Das ist ganz normale, also nee, Google Mail. Mein also sagt, mit unserer Unternehmen. Also, wurde. Was meinen Sie? Also ist das in Spam geworden? Ist das in Spam geworden? Nee. Da steht dran, dass die E-Mail-Adresse von einem nicht vertrauenswürdigen Sender kommt und dass hier schon einige Betrugsfälle vorliegen. Nein, das ist Fehler. Nee, das steht da. Also Sie haben diese E-Mail von unserer Unternehmer erstmal bekommen und deswegen, das ist also eine Warnung, ja? Eine Warnung, ja, von meinem Handy. Ja. Da steht, dass das Betrug ist. Okay, also jeden Tag ich arbeite mit diesem E-Mail mit meiner Kunden und Sie sind erster Kunde, welcher das gesagt hat. Also das ist Ihre persönliche E-Mail oder diese E-Mail gehört Ihrem Büro oder weiß es nicht? Ja, das ist von meiner Firma.
Ach so, okay. Haben Sie Ich auch könnte andere was E-Mail? filtern. Haben Sie auch andere E-Mail? Na, wieso? Na, ich sag mal, eine Betrugs-E-Mail reicht doch schön. Ich brauche doch nicht auf dem anderen Postfach noch mehr Müll. Wie bitte, habe ich nicht verstanden, nochmal? Ja, ich sage, da ein Postfach reicht doch. Ja. Hab ich doch gekriegt. Aber steht ja Betrug drin. Ja, aber warum steht das, weiß nicht verstanden. Jeden Tag ich arbeite mit diesem E-Mail. Ja, Seit aber 2 Jahren. ein paar Jahre ist ja schon mal Quatsch, weil die Domain, die ist ja keine paar Jahre alt, die ist ja bis ein paar Monate alt. Nein, also Ja, diese E-Mail habe ich seit 3 Jahren. genau, richtig, das haben Sie schon gut gesagt. Ja. Keine 3 Jahre. Drei Also. Monate ist schon, kommt schon hin. Bitte? Ich sage, 3 Monate kommt schon hin, aber keine 3 Jahre. So lange existiert die Domain-Endung gar nicht. Das ist Nein, Quatsch. also das ist Lüge. Also wo haben Sie Nee. das gesehen? Wo haben Sie das gesehen? Das ist Ich unlogisch. hab Ihre Domain geprüft. Wer bitte? Ich sage, ich habe Ihre Domain geprüft. Ihre Webseite Ach ist so. doch ja nicht so alt. Also, Also sie möchten Sie das existieren gar machen keine oder drei machen Sie Jahre. damit Spaß? Also möchten Nee, Sie das das ist kein machen oder machen Spaß. Sie Das damit ist Betrug, Spaß? was Sie machen. Das ist Was ist illegal. Betrug? Was ist Ja. Betrug? Was ist illegal? Sie haben selbst registriert. Also, ich Was wünsche ist Ihnen, dass Sie illegal? Warum irgendwann ja haben schnell in Sie den Knast kommen mit dem, was Sie da machen. registriert, wenn Sie denken, dass es illegal ist? Ja, konnte ich ja Warum vorher nicht wissen. Das habe haben ich Sie ja jetzt erst gesehen, registriert? dass Sie illegal Das ist anrufen. unlogisch, ja? Nee, das ist ja nicht unlogisch. Vorher weiß man ja gar nicht, wer da anruft. Das ist ja Also, eine Betrugswerbung. Sie haben unsere E-Mail erstmal Ja, aber ich habe Ihre Domain bekommen geprüft. und Und es Ihre Domain ist und keine 3 Jahre alt. Damit merke ich ja schon mal, dass Sie mich hier anlügt. Sie können das nicht Doch, überprüfen. das kann man überprüfen. Das kann man Nein, gucken, wann nein, der Sie können. Registrar die angemeldet hat. Nein, nein, Natürlich nein, kann man das gucken. Sie können das nicht Natürlich, da überprüfen. brauchst du doch bloß auf der Okay, Dennis.de gehen oder auf den senden Sie Nix.com. mir diese Link unter meine E-Mail-Adresse, ja? Oder machen Sie einen Ich Screenshot? werde sie bestimmt Machen Sie nicht bitte per. einen Screenshot, dass es Spam, oder Betrug-Mail ist. Ich brauche Ihnen Ihren eigenen Betrug nicht beweisen. Sie wissen Senden selbst, Sie dass Sie mir diese lügen. E-Mail. Sie arbeiten Senden doch Sie mir keine 3 Jahre in der diese Firma. Und in Berlin E-Mail. sitzen Sie auch nicht. Ihre Telefonnummer ist gespooft. Und Als ob wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht mal zurückrufbar. Sie können zurückrufen, das ist Nee, kann kein man nicht. Problem. Jetzt ich lege auf und Sie Ihre, können ja, nee, zurückrufen. ja, habe ich gerade Jetzt schon ich probiert. lege Ich habe hier auf eine und Sie können Telefonanlage und zurück. kann nebenbei anrufen. Ihre Also, Telefonnummer Sie müssen existiert das nicht. nicht machen und ich glaube, dass Sie gerade nur Spaß machen Nee, und das ist meine kein Zeit Spaß. kostet Geld. Das Ja, ist meine kein Zeit Spaß. Ich, kostet wie Geld. gesagt, ich weiß ja nicht, in welchem Okay, Timbuktu Sie leben, dass Sie das technisch nicht machen Sie nachvollziehen einen können, aber Screenshot, dass ja, ich brauche Ihnen unsere doch Ihren Mail eigenen Betrug nicht ist beweisen. Betrügersmail Ich und brauche okay, kein Ihnen Thema. Ihren eigenen Betrug nicht beweisen. Sie wissen selbst, dass Sie Betrügerin sind. Ihre Firma ist Sie keine sind 3 Jahre alt. unhöflich. Sie Das sind ist Quatsch. Und die unhöflich. Domain, die Sie ist sind auch seit 3 Monaten. Das unhöflich. haben Sie ja auch Also selber warum? schon gesagt. Und dann labern Sie mir die ganze Zeit ins Wort. Sie sind Und dann ist noch Ihre unhöflich. Telefonnummer auch ja nicht zurückrufbar. Das heißt, Und dann hat die nette Betrügerin das Gespräch einfach abgewürgt. Tja, also vor allem fand ich ja wieder ganz toll, dass sie sagt, ich bin unhöflich. Dabei ist sie mir ja die ganze Zeit ins Wort reingefallen, hat alles, was ich gesagt habe, dass das Blödsinn ist. Also, tja, ich glaube, so geht man mit Kunden nicht um. Aber dass die da nicht nach Kunden, sondern nach Betrugsopfern suchen, ich denke, das sollte schon wieder mal auf der Hand liegen. Sie hat sich ja dann mit ihrem Verhalten mal wieder mehr als selbst bestätigt. Aber schön, dass sie erzählt, dass sie da schon seit über 3 Jahren sitzt und ja, sich dann da auch versprochen hat mit den 3 Monaten. Denn das ist das, was auch tatsächlich mit der Domain übereingestimmt hat. Also es waren 4 Monate, wo die Domain angeblich vorher registriert war. Aber heißt ja nicht, dass man da automatisch sofort dann E-Mail-Adressen für die Mitarbeiter erstellt. Man muss ja schließlich erstmal das Betrugsprogramm komplett aufbauen. Oh Mann. Und die wollte uns jetzt hier wieder irgendwelche sinnlosen Trading-Pakete verkaufen, wo man denn letztendlich sein Geld nur los ist. Denn eins ist klar, nachdem man sein Geld dort eingezahlt hat, hört man entweder von dieser Firma nie wieder etwas, man kann sich eventuell nicht mehr einloggen, die Webseite ist weg oder die rufen nochmal an, damit ihr nochmal ein bisschen Geld einzahlt, damit sie sich spätestens dann nicht mehr zurückmelden, wenn sie merken, dass der Kunde kein Geld mehr nachschiebt. So läuft der Betrug ja immer wieder ab. Machen wir mal weiter mit unserem nächsten Leckerbissen, den wir heute noch mitgebracht haben. Guten Tag. Hallo. Ja. Ja, recht wunderschönen Tag, Wagner ist mein Name.
Und zwar den Herrn Bernd hätte ich geschwommen, den Dröger. Was? Bernd Dröger hätte ich geschwommen, der. Was? Ich hab's nicht verstanden. Bernd, und zwar Wagner ist mein Name. Und zwar wissen Sie, warum ich Sie anrufe. Es gibt wegen den 22.06. um 16.01 Uhr, haben Sie für den Gutschein mitgemacht. Was denn für ein Gutschein? Für den Supermarktgutschein. Ach so. So, die Teilnahme ist angekommen. Die Teilnahme hat sich gelohnt, ja. Sie haben eine Gutscheinkarte von 599 Euro haben sich gesichert. Herzlichen Glückwunsch, gell? Aha. So, und das ist auch nicht alles. Sie sind heute in 2 Monaten bei der großen Jahresverlosung mit dabei, ja. Wir haben da 10 Finalisten und 10 Preise. Das heißt natürlich, wenn Sie von 1 bis 5 erreichen, gibt es eine Barauszahlung, ja. Das sind die Gutscheine von Lidl, Aldi, Netto, Amazon, H&M, Mediamarkt und Saturn, bei Kaufland, Edeka, bei Traumreise. Ja? Das sind die Plätze von 6 bis 10, das sind die Trostpreise. Und die Bargeldgewinne sind von 1 bis 5, sind die Bargeldgewinne. Das sind 12 und 10 und 8 und 5 und 2.500. Ja? Und es gibt nur 10 Finalisten. Und wenn Sie von 1 bis 5 erreichen, gibt es eine Barauszahlung. Wenn nicht, gibt es die Gutscheine. Und ich wünsche Ihnen bei der Verlosung viel Glück und viel Erfolg. Ja? So, und 10 Werktagen bekommen Sie den schriftlichen Begrüßungsschreiben, den ersten Gutschein, ja. Und können Sie sofort schon loslegen, ja. Ist ja ein Geschenk von Ihrem Sponsor. Und die zweite Post bekommen Sie innerhalb in 6 bis 8 Wochen mit Ihrem Gutschein, ja. Und die zweite Post bekommen Sie innerhalb in 6 bis 8 Wochen, ja. Aha. So, und die Bargeldgewinne werden natürlich innerhalb von 24 Stunden, innerhalb 3 Werktagen nach der Finalziehung auf Ihre eigene IBAN überwiesen, ja. Und die Sachpreise kommen an Ihre Anschrift aus, ja. Und in 7 bis 10 Werktagen bekommen Sie den ersten Gutschein, können Sie sofort schon loslegen, ja. Und zwar nach Berlin geht es los, Ostkreuzpreis 12055, ja, im Brüscher Weg 77. So, Sie sind geboren am 17.07., einmal das Geburtsjahr. 92. Das ist korrekt, ja. So, die Bargeldgewinne werden natürlich innerhalb von 24 Stunden, innerhalb 3 Werktagen nach der Finalziehung überwiesen. So, da bräuchte ich noch einmal für die Gutschrift für Ihre Bargeldgewinne einmal die veröffentlichte DE-Nummer noch. Da muss ich dann mal gucken. Moment. Tja, ja, hier haben wir mal wieder einen von den anderen Betrügern, die uns auch nur das Geld aus der Tasche locken sollen. Vor allem ist hier wieder besonders gut auffällig, er erzählt erstmal nur, dass wir gewonnen haben und möchte jetzt die Bankdaten dazu aufnehmen. Gleich im Anschluss danach wird dann offensichtlich, wofür wir hier die Bankdaten ausgegeben haben. Witzigerweise erst nachdem man sie schon gegeben hat. Vorher wird davon überhaupt nichts erzählt, dass das Ganze hier irgendwas kostet. Vorher wird die ganze Zeit vorgegaukelt, dass man hier etwas gewonnen hätte. Die Bankdaten, die man hier angibt, dienen nicht für irgendeinen Gewinn, sondern einfach nur für das folgende Produkt, was gleich kommt. Nur die Kontonummer, ja? Nur die DE-Nummer. Guck ich mal. So, das ist dann die DE. Ja. 43. Ja. 100. 100, ja. 5. Ja. 00000. Also 4-mal die 0, ja. Nee, 5-mal. Ja. 92. Ja. 001-8963. So, dann bedanke ich mich recht herzlich für Vertrauen, ja. Mein Name ist Wagner. Ich melde mich von der Qualitätsmedia aus Hamburg, ja. Und Sie bekommen erst einmal einen 7 bis 10 Werktage im Gutschein, ja, mit Ihrem Sponsor. Die zweite Post bekommen Sie innerhalb in 6 bis 8 Wochen und die Verlosung können Sie um 18.30 Uhr live anschauen, ja. Die ganzen Kosten, das Preisausschreiben ist total kostenlos, wird von den Sponsoring finanziert, ja. Und ist egal, welchen Bargewinn Sie erzielen, von 12 bis zu 25.000 Euro kriegen Sie steuerfrei ausgezahlt, ja. Und der Sponsor übernimmt alles, ja. Wir machen mit dem Sponsor 1 Jahr Werbung und sparen damit Werbekosten, ja. Und somit werden diese ganzen Hauptpreise, die Gewinne, werden von dem Sponsor, wird das finanziert, ja.
Aber den Sponsor bekommen nur die Kandidaten zum Einsatz, die schon den 599er gesichert haben. Ja. Und in 7 bis 10 Werktagen bekommen sie erst einen Geschenkgutschein, ja, mit der Zeitung. Und die Zeitung muss man nur für ein Jahr zweimal einen Beitrag bezahlen. Das ist Bescheid. Also muss ich das Gewinnspiel doch bezahlen? Nein, das Preisausschreiben ist kostenlos. Ihre Gewinne, was Sie erzielt haben, was Sie noch erzielen können, wird von der Zeitung mitfinanziert. Ja, aber ich will keine Zeitung. Die Zeitung bekommen Sie ja, weil Sie ja die 599 schon gesichert haben. Sie wurden ja ausgewählt am 22.06. Ja, aber wenn ich ja was bezahlen muss, das will ich nicht. Sie zahlen die Zeitung nicht heute oder morgen. Sie zahlen auch nicht die Zeitung, dass Sie die Möglichkeit zu gewinnen können, sondern weil Sie ja schon gewonnen haben. Weil ich gewonnen habe, muss ich eine Zeitung bezahlen. Die Zeitung bekommen Sie, weil auf Ihren Namen ein Gutschein zusteht, ja. Ja, aber das hat ja dann nichts mehr mit Sponsor zu tun. Das wird ja von den Sponsoren von der Zeitung, wird ja das finanziert. Haben Sie die AGBs nicht durchgelesen? In den AGBs steht sowas nicht drin. Natürlich. Nee. Soll ich sagen nein? Soll ich sagen nein? Da werde ich so anlügen. Ja, Sie lügen doch jetzt. Ich brauche Sie nicht anlügen, habe ich nicht notwendig. Na doch, scheinbar ja schon. Sie wollen ja wenn ich Sie anlügen würde, da würde ich schon lange davon ausgehen. Sie wollen mir was verkaufen, das ist ja Quatsch. Ich bin doch kein Verkäufer, wollen Sie mir was vorsagen? Na doch, Sie sind Verkäufer und Betrüger und Krimineller. Sie sind persönlich kriminell, das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Die Zeitung muss ein Jahr... Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Meister, ich möchte mit Ihnen nicht mehr diskutieren, ich lege jetzt auf und... Und Sie sind Betrüger. Sie auf sind einfach nur Abstauben. Ja, auf Wiedersehen, tschüss. Ja, Betrüger. Na, da hat er sich doch wieder verraten. Ganz toll. Also man hat angeblich irgendwas gewonnen und zum Schluss muss man den Gewinn dann doch mit einem Abo bezahlen. Und vor allem das, was er einem nicht erzählen, ist, dass hier ein ja, fortlaufendes Abo-Modell verkauft wird. Das heißt, vergisst man hier auch noch die Kündigung, weil es wurde halt nur einmal abgebucht. Passiert es im nächsten Jahr nochmal. Und dann erzählt man euch, ja, was halt nicht rechtzeitig dein Abo gekündigt. Pech gehabt. Und genau das hat man dann auch, wenn man sich dann erst viel zu spät meldet. Dann kann man das alles nicht mehr nachweisen. Ja, und dann befindet man sich eben auf der falschen Seite der Beweiskette. Man kann dann nicht mehr wirklich was dagegen tun. Ihr müsst das dann sogar zahlen, ob ihr wollt oder nicht. Ihr müsstet das alles nachweisen können, dass ihr das so nie haben wolltet. Denn der Vertrag, der denn da läuft, der ist erstmal rechtsmäßig. Auch wenn er nicht rechtmäßig zustande gekommen ist. Ich hoffe, dass euch die Infos hier in diesem Video wieder gefallen haben. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann den Kanal natürlich gerne auch abonnieren. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über unsere netten Blitzbirnen hier denkt. Ihr seht jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an viel mehr Videos auf diesem Kanal. Schaut doch dort gerne nochmal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.